denn noch Oktober unter anderem. Ich hoffe, eures. Genau, da bin ich wieder. So, liebe Leute, im Live-Chat bin ich natürlich auch verfügbar. Chat, ich meine, was wäre eine Live-Challenge ohne einen Live-Chat? Ich lebe von euren Interaktionen und Aktionen mit mir im Live-Chat. Deswegen würde mich freuen, wenn der ein oder andere sich beteiligt. Und für alle, die das Video im Nachhinein sehen, kommentiert doch bitte in den Kommentaren Bereich weiter unten am Ende von dem Video euer Anliegen, eure Kritik, was auch immer euch einfällt, auch wenn es nur ein Herzchen ist, schreibt es doch bitte einfach in die Kommentare, das würde mich sehr freuen. Genau. So, auf meiner Uhr haben wir noch 2 Minuten. Ich habe vorhin gelesen, dass Usain Bolt kurz davor ist, einen Profivertrag zu unterschreiben. Und wenn das der Fall ist, können wir ihn dann im Winter-Update bei FIFA 19 spielen. Das würde mich eigentlich sehr freuen. Das ist auch ein sehr prominenter Sportler und wäre ganz witzig, den auch im Fußball zu sehen. Ich meine, auf YouTube kann man sein letztes Spiel angucken. Ich finde, er hat er sich jetzt gar nicht mal so schlecht geschlagen. Ich meine, er hat auf jeden Fall die nötige Athletik, würde ich jetzt mal sagen, um auf jeden Fall Fußball zu spielen. Kann man auf jeden Fall machen. So, liebe Leute, 20 Uhr. Ihr seid richtig auf dem Kanal. Das ist die Live-Challenge. Das. Und willkommen auf meinem Kanal. So, liebe Leute, für alle, die meine Zusammenfassung noch nicht gesehen haben, mal die Zusammenfassung der Zusammenfassung. Wir machen eine Trainerkarriere mit dem TSV 1860 München, den 60er Löwen. Und haben vor, die 60er Löwen in Live-Schritten natürlich wieder aus der Versenkung in die erste Liga zu bringen und vielleicht sogar zum ersten Champions League-Titel. Ich finde, die Löwen persönlich die sind ein sehr sympathischer Verein, meine Meinung natürlich. Und die haben in der dritten Liga einfach nichts verloren. Ich bin mir sicher, ihr seid, wenn ihr Fan von kleineren Vereinen seid und die auch in unteren Ligen rumdümpeln, dann seht ihr das genauso. Und ja, wenn ihr Löwen-Fans seid, dann seht ihr das auf jeden Fall so wie ich. Die dritte Liga ist einfach nicht Standard der Löwen, das muss man ganz klar sagen. Allein schon die Fans, die da dahinter sind und das Ganze. Die sind einfach viel zu groß für die dritte Liga. Für die Regionalliga waren die schon. Also, ich weiß noch, ich glaube, ich habe in der ersten Folge mal erzählt, dass ich da auf einem 60er-Spiel war in Garching und es war so geil, weil im Prinzip war das ein Heimspiel der Löwen, weil das ganze Stadion war voller Löwenfans. Das war richtig geil. Das ganze Stadion nicht, natürlich. Es waren schon auch Garching-Fans da, klar. Aber im Großen und Ganzen war das eigentlich ein blaues Meer. Das war schon, ja, war eine geile Kulisse. Die Löwenfans haben schön Stimmung gemacht. Alles war friedlich, war echt toll. War echt cool. Genau. Ja. Deswegen, die 60er haben auf jeden Fall nichts in der dritten Liga verloren. Und wir verhelfen ihnen, zumindest in dieser Simulation, wieder nach oben. Genau, was ist noch alles passiert?
Wir haben diverse Spieleinkäufe gemacht. Ich wiederhole das jetzt nicht mal alles. Unter anderem Jan-Fiete Arp konnten wir verpflichten für unter Marktwert. Ich musste einen Spieler hergeben, ein bisschen Transfergeld bezahlen, aber im Großen und Ganzen unter Marktwert. Geile Sache. Unser Top-Talent, unser junges Talent, George McEachran, der irgendwie in FIFA nicht so die Beachtung erlangt, die ich mir wünsche für ihn, den konnten wir verpflichten für ein sehr geringes Ablösegeld. Und wir konnten Alessandro Plizzari verpflichten, den, ich glaube, dritten Torhüter von AC Mailand, ein junges Torwarttalent, der uns selbstverständlich gut weiterhilft. Dann haben wir noch ein paar Spieler auf dem freien Markt bekommen, die eben noch einen Verein gesucht haben. Aber die sind jetzt nicht der Rede wert. Wir haben ein Scouting aufgebaut, natürlich Jugendakademie, denn wir wollen ja langfristig erfolgreich sein, ohne viel Geld auszugeben, weil das macht jetzt nicht wirklich Sinn, da irgendwie Hassan Ismaik Geld anzuzapfen und dann müssen wir es irgendwann zurückzahlen oder so. Genau. So viel jetzt mal dazu. Wir sind jetzt in der zweiten Saisonhälfte angelangt. Wir sind gerade in der Winterpause, wie ihr seht, 2. Januar. Wir brauchen noch ein paar Spieler, die uns als Backup dienen. Wir werden versuchen, ein paar Talente zu verpflichten, natürlich. Ja, in meinem Scouting schon angefangen, ein paar Leute auszusuchen. Ein paar Leute sind auf meiner Wunschliste und da gehen wir jetzt einfach mal drauf und gucken mal hinein. Genau, einer, der auf unserer Wunschliste steht, ist Sandro Tonali. Das war eine Empfehlung von Spezel von mir. Gruß an Manuel Rieger. Danke für den Tipp. Sandro Tonali, zentral defensives Mittelfeld sowie zentrales Mittelfeld, spielt irgendwo in der Serie B in Italien bei Brescia oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, auf jeden Fall dort bei einem kleineren Verein und ist wohl ein Mittelfeldtalent, der uns sogar weiterhelfen kann. Wie ihr seht, hab ich ihn schon beobachten können, habe diverses über ihn herausfinden können und bei dem werden wir es jetzt mal probieren. Genau, Marktwert von 1,6 Millionen und ein Wochengehalt von 1,5 Millionen. Selbstverständlich können wir 1,6 Millionen nicht aufbringen, um ihn zu bezahlen. Wir versuchen das natürlich unter Marktwert ihn zu bekommen. Ich muss mal ganz kurz gucken, was unser Transferbudget sagt. Wie ihr seht, viel können wir nicht ausgeben, deswegen probieren wir es mal natürlich, ihn unter Marktwert zu verpflichten. Ihr seid jetzt live mit dabei und los geht's. Ich glaube, am Anfang der Saison war es noch nicht möglich, ihn zu verpflichten. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Deswegen sind wir jetzt bei der Hälfte der Saison angegangen. Also aktueller Marktwert von 1,6 Millionen. Habe ich Spieler, die ich denen anbieten könnte? Mittelfeldspieler, McEachran natürlich nicht. Den brauchen wir noch. Den brauchen wir auch noch. Bekiroglu. Tim Payne. Ah, Brustscher könnte gehen. Ich fange einfach mal mit Böhnlein an. Stürmer, Mittelfeldspieler oder Außenverteidiger wären wünschenswert. Okay. Dann probieren wir mal einen anderen Spieler. Würdet ihr Brustscher nehmen? Nein. Einen bieten wir ihnen von den Mittelfeldspielern noch an. Tim Payne. Das wäre natürlich jetzt Bombe, weil Payne
Also perfekt. Sie würden Tim Payne nehmen und verlangen noch eine Transfersumme von 1,7625. Das ist natürlich viel zu viel. Gegenangebot. Also ich habe da mehr so an, ehrlich gesagt, 800.000 gedacht. Gucken wir mal. Okay, sie sind schon mal runtergegangen. Ist aber immer noch zu teuer. Gegenangebot. Bleiben noch unter einer Million, setzen 900.000 an und 2% am Wiederverkauf. Oder vielleicht gehen wir um 2% hoch. Okay, sie sind noch mal ein Stückchen runter rangegangen. Jetzt werden sie aber, jetzt werden die aber auch frech. Okay. Ich glaube, das wird so nichts. Neue Transfersumme. Also ich will auf jeden Fall unter einer Million bleiben. Deswegen. Ja. Und jetzt bin ich einfach mal so frei. Weil wenn der wirklich so ein Talent wird, dann tut uns das nicht weh, 10% an die abzudrücken. Okay, jetzt werden sie echt frech. Jetzt geht das in die falsche Richtung. Jetzt geht das echt in die falsche Richtung. Dann gehen wir wieder auf 800.000 zurück. Mal schauen, was dann passiert. Mal schauen, was dann passiert. Ist das ein Bug, dass die dann immer weiter hochgehen? Ja? Ja, jetzt ist eh schon wurscht. Ich meine, was ist denn das? Sind wir mal richtig frech und bieten nichts. Mal schauen, was passiert. Okay, 1 Euro musst du auf jeden Fall bieten. Und eine Weiterverkaufsgebühr von 25%. Mal schauen, was passiert. Ah, wie geil. Wie geil ist das denn bitte? Okay. Also die merken, wenn wir frech werden, dann werden die noch frecher. Jetzt nehmen wir die Weiterverkaufsgebühr weg. Und machen einfach, wir bieten ihnen einfach nur 1 Euro. Mal schauen, was dann passiert. Einfach nur aus Spaß jetzt. Ich meine, was ist denn das? Das muss doch ein Fehler im Spiel sein. Ja. Na gut, wir versuchen es einfach eine Woche später nochmal. Gut, das hat wohl nicht funktioniert. Leider. Also wir bräuchten Tonali nicht wirklich, aber es wäre toll, wenn wir ihn hätten verpflichten können. Das Wochengehalt von Ethan Ampadu ist einfach viel zu hoch. Viel zu hoch, Ampadu. Wir leihen ihn aber mal aus, mal schauen. Vielleicht klappt's ja. Dass wir ihn langfristig 2 Jahre vielleicht ausleihen können.
Ja, das ist doch ganz gut. Das können wir uns auf jeden Fall nicht leisten, deswegen gehen wir mal. Einer geht noch, einer geht noch rein. Mist. Ich bin wohl zu fordernd. Wollen wir es mal bei Jonathan David probieren? Einfach nur so just for fun, vielleicht. Vielleicht klappt's ja. Wer weiß. Bieten den jetzt einfach mal. Nee, kein Flügelspieler. Sondern einen von den Spielern, den wir umsonst bekommen haben. Payne ist einer davon. Flügelspieler, okay. Welche Flügelspieler könnte ich euch denn geben? Stefan Lex. Kager auf gar keinen Fall. Udanta Singh. Der war auch umsonst. Der war umsonst. Lex. Okay. An Will besteht wohl kein Interesse. Dann. Stefan Lex. Was? Das könnte ich mir im Leben nicht leisten. Ich bin jetzt einfach mal so frech. Macht da jetzt nur 1 Million. Ne, 900.000. 990.000. Und eine Weiterverkaufsgebühr oder so. Eieieiei. Ah, die gehen gut runter mit dem Preis, so ist das nicht. Jetzt einfach mal bei 1 Million. Ich glaube, den können wir nicht verpflichten. Nope. Keine Chance. Keine Chance. Schade. Der ist einfach viel zu teuer. War von vornherein klar, aber wir haben es probiert. Wir haben es probiert. Naja, und die anderen Spieler, da läuft es eigentlich genauso. Die sind leider zu teuer. Bei Dabo könnten wir es noch probieren. Zentrales Mittelfeld oder linkes Mittelfeld. Von Dabo habe ich mir sagen lassen, den kannst du überall hinstellen, bis auf Torwart. Aber selbst wenn du ihn als Torwart trainieren würdest, würde der noch voll durch die Decke gehen. Deswegen probieren wir es jetzt einfach mal. Ach so, okay. Laien gibt natürlich auch. Okay, versuchen wir eine Laie. Versuchen wir Dabo zu leihen. Langfristig natürlich. Sehr gut. Versuchen wir mal. Standardmäßig nichts bezahlen zu wollen. Ein Gegenangebot kriegen wir noch.
Genau, so sehe ich das. Es muss nur noch der Spieler zu uns wechseln wollen. Ich meine, der spielt in der ersten französischen Liga. Fraglich, ob er zu uns wechselt, aber wir versuchen es jetzt einfach mal. Genau, bei den anderen müssen wir jetzt wieder eine Woche warten, bis es weitergeht. Deswegen simulieren wir jetzt einfach mal ein paar Tage. Außerdem können wir dann unsere Spieler weiter trainieren. Das war klar. Transferangebot für Kusu. Da schau her. Ich glaube, Kusu ist nicht auf dem Transfermarkt. Dementsprechend werden wir natürlich auch Geld dafür verlangen, dass er gehen soll. Das Angebot liegt bei 300.000, der Wert von Kusu liegt bei 350.000, also Standard wieder doppelter Marktwert ansetzen. Ich sehe es eigentlich nicht ein, ihn zu verkaufen, aber wenn das Angebot stimmt, warum nicht? Tja, dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Leihangebot für Vogel, der soll natürlich gehen. Deswegen direkt annehmen. Er wird eh nicht gehen. Das ist irgendwie so ein Bug im Spiel, habe ich mir sagen lassen, dass Jugendspieler in der ersten Saison nicht gehen. Keine Ahnung warum. Aber ich hoffe doch, dass zwischendrin mal ein Update gemacht wurde, wo die Jugendspieler dann doch endlich mal gehen und Erfahrungen sammeln. Ja, das ist Standard. Leihangebot für Schinkel. Der soll natürlich auch gehen, aber irgendwie. Geh doch einfach. Geh. Und sammel Erfahrungen. Und komm besser wieder. Mann. So, wir trainieren erstmal unsere Spieler. Unser Torhüter hat schon eine Gesamtstärke von 75, was sehr gut ist. Deswegen werden wir unser Jugendtorhüter aufbauen. Der ist nämlich erst, wie alt ist der denn? Ich glaube 15. Nein, 15 ist er nicht. 16 muss er mindestens sein jetzt. Genau. Oliver Albrecht. Und ja, weil unser Stammtorhüter wird, ich glaube, nach 2 Saisons schon wieder gehen. Leider hat er keinen langfristigen Vertrag. Genau. Ab werden wir auch nicht trainieren, weil er schon die 70er-Marke überschritten hat, von ganz allein. Bisschen ab und zu haben wir mal geholfen. Wir müssen uns selber was heranziehen. Nee, ich will. Nee, das restliche Training kommt unserem Supertalent Mac Itran entgegen. Den wollen wir auch noch auf die 70 bringen. Und dann erstmal nicht mehr trainieren und dann erstmal der Jugend den Vorzug geben. Genau. Alles simulieren. Okay, weiter geht's. Auf dem Transfermarkt versuchen wir jetzt mal, wir es nochmal probieren. Wie viel hat er denn im Wert gehabt? Genau, Innenverteidiger und Rechtsverteidiger. Ja, der könnte uns natürlich auch sofort weiterhelfen. Ob der wechselt, ist wieder eine andere Sache. 625.000 hat er an Wert. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, können wir
den Außenverteidiger loswerden. Hier den. Die brauchen einen Stürmer. Okay. Welchen Stürmer könnte ich euch denn geben? Vargas wollte gehen. Oh, der ist ja mehr wert. Ups. Ich weiß jetzt nicht, ob das so schlau war. Ups. Oh. Stellt sich die Frage, brauchen wir Andrea Accardi? Das ist jetzt die Frage, gell? Ach du Scheiße. Voll der Transferverlust wäre das. Oh Mann. Ha. So. Also wir müssen den jetzt auf jeden Fall sehr günstig schießen. Wenn er zusagt, ist gut, wenn nicht. Ich würde sagen, wir haben unseren Stürmer behalten. Huh, das war knapp. Okay, jetzt weiß ich, was passiert, wenn man das macht. Okay, ja, das war klar. Das war auch klar. Ja, aber ich kann dazu sagen, wie ich will, die wollen einfach nicht gehen. Die wollen einfach nicht gehen. So. Können wir es wieder bei Tonali probieren? Nein, immer noch nicht. Keine Woche rum. Schade. Okay, noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Gut, dann ist wieder ein Tag Training angesagt. Training mit unserem jungen Torhüter. Ich muss sagen, obwohl es jetzt unser eigener Torwart-Nachwuchs ist, der entwickelt sich nicht so gut wie erhofft. Es dauert ein bisschen länger bei dem. Naja, wird schon. McEachran allerdings entwickelt sich prächtig, muss ich ehrlich sagen. Hey. Der wird echt schnell stark. Aber gut, was nicht ist, kann noch werden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann probieren wir es wieder bei den Transfers. So, Tonali. Probieren wir es mal auf in die zweite Verhandlungsrunde. Also
Also Spielertauschen haben wir probiert, da werden die einfach nur unverschämt. Deswegen bieten wir denen jetzt einfach mal eine Transfersumme an und setzen jetzt einfach mal bei der Hälfte an von 1,6 Millionen, nämlich 800.000. Mal schauen, was passiert. Ach, das ging schnell. Okay, krasser Scheiß. Die sind ganz schön bitchy, was das angeht. Wir versuchen nochmal Ampadu auszuleihen. Sofern er denn auch dann kommen will. Das ist halt die nächste Frage. Wir wollen natürlich am besten nichts zahlen. Komm schon, Chelsea, ihr habt genug Geld. So läuft das nicht. Okay, wir übernehmen 5%. Nein. Das ist ja ganz schön bitchy. Ich zahle doch nicht 3000 die Woche für einen Jungspund. Was ist denn los mit euch? Alter Verwalter. Ist mir immer noch zu teuer. Ja, sein Wochengehalt ist einfach viel zu hoch, ey. Guckt euch das mal an, hey. 7.900 Euro die Woche Gehalt. Alter. Bei allem Respekt. Der Junge, der ist 18 Jahre alt und verdient anscheinend 7.900 Euro die Woche. Das geht halt nur in England. Ganz ehrlich, ey. Krasser Scheiß, Mann. Nee. Können wir vergessen. Das ist einfach zu viel. Das ist einfach zu viel. Was hat der denn an Wert? Das nächste Wochengehalt, das so überdimensioniert ist. 7.800 Euro. Alter. Was ist denn da los, hey? Na gut. Ach, der will ja nicht wechseln. Ja, gut. Dann sind wir erstmal wieder am Simulieren. Oh Leute, ich sag's euch, das sieht mau aus in der Transferphase. Das sieht mau aus in dieser Transferphase. Mit einer Verpflichtung eines Spielers. Wir können mal gucken, wer auf dem Markt ist, der uns weiterhelfen kann. Ja, geh ruhig, Schinkel. Geh, geh, geh. Aber ich glaube, da ist nichts für uns dabei. Schauen wir mal, wer auf der Transferliste ist. Angreifer. Das sind eigentlich alles Spieler, so die ich jetzt nicht unbedingt brauche, die mir auch nicht weiterhelfen können. Außerdem suche ich keinen Stürmer, sondern ich brauche ein zentraldefensives Mittelfeld, der uns sofort weiterhelfen kann. Was auch ein bisschen realistisch sein sollte. Klar könnte man sich den leisten. Nicht. Alter. Kann man das vielleicht nach Gehalt sortieren? Krasser Scheiß, ey. Ja, okay. Wenn wir wohl nichts finden. Suchen wir mal nach Spielern ohne Vertrag. Okay. Nicht so berauschend. Okay. Ich meine, das könnte jetzt voll passen. Beobachten den jetzt einfach mal.
Okay. Das ist echt witzig, was da für Spieler manchmal gibt. Eigentlich Ersatz auf der linken, auf dem linken Mittelfeld? Wir beobachten den jetzt einfach mal. Cool. Innenverteidiger, ha? Mit 17 Jahren. Ha. Beobachten wir jetzt einfach mal. Vielleicht ist er voll des Talent. Und wir hätten ihn verkannt. Das wollen wir ja auch nicht. Gut, das war's eigentlich. Ja. Dann simulieren wir weiter. Oh, da will uns jemand unseren Torhüter abkaufen. Da schau her. Okay. Auf der Transferliste ist er natürlich nicht. Ja. Das wird teuer, liebe Leute. Das wird teuer. Gucken wir mal. Nein, tja, Pech gehabt. Wir brauchen einfach einen dritten Torhüter. Können wir nicht einfach so verschenken? Was ist denn los mit euch? Ich gebe so ungern Spieler her, merkt ihr das? Halt, stopp, stopp, stopp. Mach. So, weiter geht's mit dem Training. McEachran ist kurz davor, die 68 zu durchbrechen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und die 68 wurde geknackt. Freut mich. Freut mich wirklich, aber unser Torwart, der macht nicht so wirklich Fortschritte irgendwie. Na gut, schauen wir weiter. Natürlich abgelehnt. Interesse an Hovison. Okay. AFC Wimbledon. Okay. Okay, Nico Kager. Macht sich Sorgen. Da schau her. Nur weil ich da welche auf die Wunschliste getan habe. Ja, da schau her. Ja, da schau her. Genau, weil ich ihn scoute. Macht sich Kager Sorgen. Cool. Aber Kager, ich brauch dich doch noch. Das ist ja nur ein Backup. Chill mal.
Chill mal, Oida. Ich habe echt viele rechte Mittelfeldspieler. Linkes Mittelfeld 2. Ich gebe echt ungern Spiele her, fällt mir auf, gell? Ich glaube, Wesch darf den. Nee, darf er nicht. Ah, okay, der spielt auch linkes Mittelfeld. Das schau her. Okay. Ja, wir machen jetzt einfach mal weiter. 4 Tage noch, bis das Scouting vorbei ist. Das passt ja gar nicht, wenn FC Bayern auftaucht bei 1860 Löwen. Das geht ja gar nicht. Also was heißt, das geht nicht, aber. Scouting abgeschlossen. Schauen wir mal. Eine 55er Gesamtbewertung. Okay. Eine 61er Gesamtbewertung. Da ist es nicht so gut wie erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, klar, der hat jetzt hier 4. Aber das ist jetzt nicht. Also 4 Stats im grünen Bereich, aber das ist jetzt nicht. Die Welt. Das ist jetzt nicht die Welt. Und du so? Oh. Oh, er wurde schon verpflichtet. Mist. Wir waren zu langsam. Ach Mist. Wir waren zu langsam. Mist. Ja gut, dann probieren wir es nochmal bei Tonali. Denn dann steht schon das nächste Spiel gegen Lotte an. Okay. Mr. Tonali. Doch irgendwie mit dem Spielertausch funktionieren. Ich gebe euch mal einen rechten Sp Wisch darf gehen, oder? Ich habe Wisch gesagt. Kusu? Wisch? Ich brauche einen Stürmer. Okay. Das ist ganz schön teuer, was ihr da macht. Also wenn überhaupt. Mach ich lieber. Probieren wir es einfach mal. Das ist ganz schön knackig, mit denen zu verhandeln. Alter, jetzt werden die schon wieder teurer. Kann doch nicht sein. Deal. Geil. Ach nee, die werden es nochmal besprechen. Ah, Mist. Zu früh gefreut. Okay. Ja, gut. Dann besprecht das in aller Ruhe. Und wir simulieren dabei das Spiel gegen Lotte. Oh, Lotte führt schon. Das ging schnell. Nach 2 Minuten. 2:2. Okay. Ja, immerhin nicht verloren. Nachdem wir nach der 2. Minute schon hinten lagen. Yes, ist Maria. Gut, dann trainieren wir.
Und zwar, wie gehabt, unser junges Torwarttalent. Der jetzt schon genauso gut ist wie Bonnmann. Wird schon, wird schon. Ich meine, beim richtigen Angebot ist unser erster Torhüter wahrscheinlich auch weg. Müssen wir uns nichts vormachen. Die Top-Clubs kommen und wollen uns alles wegkaufen. Ihr werdet sehen. So, Nachrichten. Ein Transferangebot für Berzel. Aha. Ja, Singh möchte ein bisschen spielen, wie ich sehe. Gut. Dann lassen wir ihn halt ein bisschen spielen. Lex macht ein bisschen Pause. Das schadet ihm nicht. Das klappt auch so, glaube ich. Probieren wir es einfach mal. Okay, was war da noch? Das Transferangebot für Berzel. Ach so. Berzels Vertrag läuft aus. Ich verstehe. Schauen wir mal, Berzel. Brauchen wir Berzel? Guter Allrounder, gell? Was können wir denn da machen? Vertragsverhandlungen. Ah, okay. Dann verstehe ich das nicht. Okay, also er wird uns wahrscheinlich verlassen. Naja, dann ist das wohl so. Also ich glaube, es kommt. Also, rechnen wir nochmal zusammen. 970.000 plus Vasilev. Und wir könnten Tonali verpflichten. Gehen wir nochmal in die Verhandlungen, damit ich das richtig rekapitulieren kann. Servus. Also, ganz genau. Also, die wollen Vasile für 800.000, der einen Wert von 800.000 hat. Dann noch 970.000. Sollen wir es wagen, so kurz vorher nochmal? Oder akzeptieren. Wir versuchen es einfach. Probieren Sie es einfach mal. Und dann werden Sie wieder. Das ist so eine Scheiße, ist das. Das kann es doch nicht sein. Gut, dann 970.000. Ich glaube, ich spinne. Also mehr geht halt nicht. Echt frech, gell?
krasser Scheiß, Mann. Also das war echt frech, gell? Gut. Ich bin auch auf Risiko gegangen, deswegen. Naja, so ist es halt. Wie gewonnen, so zerronnen. Alles klar, die haben ihn gerade verpflichtet. Mist. Tja, dann gehen wir in dieser Transferphase leer aus. Würde ich jetzt mal meinen. Ich meine, ein paar Stunden noch. Bertel verlässt den Verein. War klar. Das war klar. Kager verlässt auch gleich den Verein. Ich sehe es kommen. Ein Angebot von 520.000 verhandeln. Kager lassen wir so leicht, also so einfach nicht gehen. Vor allem nicht für das angemessene Geld. Also eine Mille will ich für Kager mal mindestens. Dann halt nicht. Ich meine, wer mit den großen Jungs spielen will, ja. Mann, Mann, Mann. Oh, Casemiro wechselt zu PSG für 98 Millionen. Kann man machen. Muss man aber nicht. Guter Spieler, keine Frage, aber ob man so viel Geld in die Hand nehmen muss. Alter Verwalter. Transferangebot für Wein. Von Heidenheim sogar. Uiuiui. Die müssen Geld haben. 700.000 ist schon mal über Marktwert. Mal schauen. Ich meine, ich lasse ihn ja ungern ziehen, gell, weil ich auf der Position Leute brauche, aber wenn's Geld passt. Also eine Mille will ich auf jeden Fall für Wein. Schade. Hätte ja klappen können. Ich muss ja nicht verkaufen, das ist ja das Gute. Dass Eriksen bei City gelandet ist, wundert mich jetzt nicht. Das ist sogar relativ realistisch, wie ich finde. Ich weiß nicht, ob der in das Spielkonzept von Guardiola passt, aber kann ich mir vorstellen. Fabian Schinkel, los jetzt. Geh hinaus in die Welt und sammel Erfahrungen. Irgendwie wollen die Spieler nicht gehen. Kann mir das mal einer erklären? Nichts ist passiert. Nur ein Haufen Nachrichten. Monatsbericht, monatliches Scouting-Update, Transferangebot für Kaga, was ein bisschen zu spät kommt. Pauschal einfach mal ablehnen. Da brauchen wir jetzt gar nicht mehr verhandeln. Das nehmen wir an, aber da passiert wahrscheinlich eh nichts. Letzte Frist abgelaufen, abgelehnt, war ja klar. Interessiert mich, also wirklich, ich muss das glaube ich alles mal löschen, hey. Was ist denn, du stehst doch oft in der Startelf. Klar, Mann. Okay. Ja, gut. Dann bleibt eigentlich nichts zu sagen, als die restliche Saison
über die Bühne zu bringen. Oh, nicht schlecht. 4-1 gegen Osnabrück. Singh macht sein erstes Tor. Hat sich doch gelohnt, ihn aufzustellen. Jetzt ist es nur noch Business as usual. Die Zeit rumbringen. Gut, viel passiert ist echt nicht mehr bis zum Ende der Saison. Unsere Spieler entwickeln sich gut. Unser Torwart macht endlich gute Sprünge. So habe ich mir das vorgestellt. Klar hat er abgelehnt. Mann. Nein, weiter geht's. Wir nehmen natürlich teil und motivieren unsere 60er. Das Leihangebot werden wir selbstverständlich annehmen, aber er wird wahrscheinlich eh nicht gehen, deswegen. Es ist nervig, es ist nervig, aber. So ist es nun mal. Das lese ich gar nicht erst. Das ist egal. Gegen Uerdingen. Simulieren wir jetzt auch mal. Wir stehen einfach gut in der Liga. Das muss man ganz klar mal sagen. Wir verlieren leider, aber gut. Das sollte jetzt kein Beinbruch sein nach der Tabelle. Nö. Läuft immer noch ganz gut für uns. Können wieder trainieren. Also ich habe gesagt, wenn McEachran die 70 erreicht hat, wird er nicht mehr trainiert. Ich glaube, das ist ein gutes Ziel, das wir hier verfolgen. Das erste Mal, dass der kaum Fortschritte macht, der McEachran. Okay, in die 69 hat er geschafft. Sehr gut. Welcher Spieler ist denn gesperrt? Wieso ist der gesperrt? Moll, was tust du? Tu uns das doch nicht an. Tja, wir nehmen Payne mit. Da uns Bärzel eh verlässt, werde ich den jetzt natürlich nicht spielen lassen in der Startelf. Singh lasse ich mal weiter spielen. Andererseits. Muss Kamil Joschwiak auch wieder aufgewertet werden, deswegen lassen wir ihn auch spielen. Okay. Und weiter in der Simulation. Ja, ein 1-1 passt auch. Joschwerk wieder mit einem Tor. 52 Punkte immer noch. Alles gut. Besteht noch keine Gefahr, irgendwie den Aufstieg nicht zu schaffen. Sonst, was ist die Woche sonst noch passiert? Ich habe vorhin schon erwähnt, Usain Bolt ist kurz davor, einen Profivertrag im Fußball zu unterschreiben. Ich meine, allein schon die Tatsache, Usain Bolt in FIFA 19 zu erleben, wäre schon irgendwie witzig. Würde mich interessieren, ob euch dann so Videos interessieren würden, wo man Usain Bolt bei 1860 sieht oder sowas. Wäre irgendwie witzig. Was der wohl für einen Marktwert hat. Ich meine.
Über Sprintgeschwindigkeit und Antritt brauchen wir nicht reden. Das werden wahrscheinlich Top-Werte sein, aber alles andere und was er für eine Gesamtstärke haben wird, das wird auch interessant. Set geht's nicht so gut. Der bleibt jetzt erstmal auf der Bank. Vierundzwanzig Spiele vorbei, 52 Punkte. Ja, es könnte schlimmer sein. Wir sind noch Erster. Wein schießt zwei Tore in dem Spiel gegen die Kickers. Waren es die Kickers gerade? Nicht, dass ich da irgendwas Falsches gerade gesagt habe. ja, läuft doch. Drei Punkte sind drei Punkte. Jan Fiete ab, ohne Training. Entwickelt sich einfach unglaublich gut, wirklich. Ohne dass wir irgendwie nur einen Finger bei ihm krumm machen. George McEachran, durch das Training entwickelt er sich natürlich schneller als angenommen. Was mich natürlich sehr freut, weil er halt echt ein guter Spieler ist. Auf der Position. Das Beste, was wir für das Geld kaufen konnten, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr gut. Unser Torwart hat auch schon die 67 erreicht. Läuft bei uns. Mandy Seeger, die nächste Transferphase. Was willst du? Hey, du spielst doch. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Scouting Update, okay. Aber das sind jetzt auch nicht so die Top-Talente dabei, würde ich sagen, oder? Andreas Hase, nope. Eigentlich können wir die alle nach Hause schicken. Spieler ablehnen. Ablehnen. Ich meine, die bringen halt alles so ein bisschen Geld irgendwie, aber die jetzt dann durchziehen, ich weiß es nicht. Nur damit die irgendwie da sind oder vielleicht noch ein bisschen. Ich weiß nicht. Also den können wir auf jeden Fall mal ablehnen. Der ist schon viel zu alt. Genauso wie den 18-Jährigen. Wiedersehen. Tut mir leid. Jo. Halt abbrechen. Andreas Hase muss leider auch gehen. Okay. So. Dann geht's jetzt weiter. In der Simulation gegen Hansa Rostock. Das schaffen wir, oder? 1-0. Sehr gut. Ich verstehe es nicht. Singh? Der ist doch da. Wieso will der jetzt schon wieder gehen? Muss man nicht alles verstehen. Aber wenn er unbedingt gehen will, soll er doch gehen, oder? Keine Ahnung. So, George. Schaffst du jetzt auf die 70 zu kommen? Oder brauchst du noch mal eine Trainingseinheit? Das ist jetzt die Frage. Er wird wohl noch eine brauchen.
Oder? Nope. Er hat es geschafft. Die 70 sind erreicht. Sau stark. Dementsprechend macht George McEachern schön Platz für einen Jugendspieler. Angebot für Brand zurückgezogen. Das ist doch mir egal. Dann nehmen wir natürlich teil und loben unsere 60er. So. Und auf geht's gegen Wehen. Wehen Wiesbaden. Und 2 zu 1 gewinnen wir. Sehr gut. Und Seng schon wieder mit dem Tor. Krasser Scheiß. Entwickelt sich da einer gut? So, unser Torhüter macht auch schon riesige Schritte auf die 70 zu. Krasser Scheiß. Wen entwickeln wir jetzt? Das ist jetzt die Frage. Wir brauchen auf jeden Fall einen zweiten Stürmer. Wähle Patrick Schmidt aus. Ich kann leider nicht mehr nachgucken, wer das höhere Potenzial hat, aber beide sind gleich alt. Nee. Schmidt ist jünger und talentierter, deswegen nehmen wir Schmidt. Tja, lieber Schmidt, Patrick. Du wirst ein neues Stürmertalent. Ich meine, sobald unser zweiter Torhüter die 70 erreicht hat, wird er auch nicht mehr trainiert, würde ich sagen. Das wäre Pizarri gegenüber nicht fair. Muss man auch mal sagen. Bohnmann können wir jetzt schon austauschen. Denn unser Jugendtorhüter ist jetzt schon besser. Wir werden auch unseren Patrick, ach, der noch in der Jugendakademie ist. Da schau her. Der ist ja noch in der Jugendakademie, der Patrick. Da schau her. Den haben wir ja noch gar nicht verpflichtet. Da, schau her. Siebenundachtzig bis 94 und hat jetzt schon eine Gesamtstärke von 62. Da, schau her. Okay. Emil Ziegler hat eine 80 bis 90. Auch gut. Jordan Cooper ist ja auch noch da. 92 bis 94. Okay. Ja, krasser Scheiß. Also, derer und Patrick Schmidt. Oder ist der nicht besser? Nee. Das sind jetzt diejenigen, die wir trainieren werden. Das sind unsere Jugendtalente. Ja, gegen Unterhaching wird motiviert. Das ist nämlich Heimspiel und auch noch gleichzeitig Derby dementsprechend. Dementsprechend wichtig das Spiel dann auch. Wir simulieren es aber trotzdem. Und gewinnen 4 zu 0. Krasser Scheiß. An der Pressekonferenz nehmen wir natürlich auch teil. Und
Mach einfach mal loben. Ich habe keine Ahnung, welchen Impact das hat, welche Auswirkungen. Aber gucken wir einfach mal. Ich glaube, wir sind so gut wie sicher aufgestiegen. Leihangebot von Neumann. Ja, bitte, geht doch. Eins zu null. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt können wir wieder trainieren. Ja, liebe Leute, ich glaube, das ist der sichere Aufstieg schon vorzeitig. Also unser zweiter Torhüter macht echt große Schritte auf die 70 zu. Da brauchen wir eigentlich nichts mehr machen. Genau, Cooper wird trainiert. Ich glaube, Dietrich war es, oder war es der? Nee, es war Dietrich. Aber Cooper hat das höhere Talent. Das war jetzt nicht das beste Training. Aber läuft. Meine Rolle im Verein, auch wenn ich das schon wieder lese. Ach ja. Steven Payne. Ja, dem habe ich mehr versprochen, aber irgendwie kommt da nichts zustande. Egal. Laie von Neumann abgelehnt, war ja klar. Spieler gesperrt. Wer ist denn jetzt schon wieder gesperrt? Grimaldi. Du Schlingel. Lassen wir Vargas spielen. Und nehmen. Bikiroglu noch mit. Oder? Oh, hätte ich schon gesagt. Nee, wir nehmen Lex mit. Lex. Okay. Ich glaube, wir sollten Kamil Joschwak ein bisschen trainieren, damit er auch noch die 70 schafft. Ja, das machen wir beim nächsten Training. Damit er uns einfach in der nächsten Saison mit einer 70er Stärke weiterhilft. Und mit sehr großen Schritten, muss man schon sagen, kommt unser zweiter Torhüter auf die 70. Und Kamil Joshua kommt auch auf die 70. Da helfen wir jetzt einfach noch ein bisschen nach. Genau, und los geht's. Gut trainiert, Kamil. Gut trainiert. Hat kaum was gebracht, aber na gut. Gucken wir mal. Noch ein Sing. Wie viele Sing habe ich denn eigentlich? Gut. 30. Spieltag vorbei. 70 Punkte haben wir schon. Das sind fast 20. Was? Oh, krasser Scheiß. Der will erste Mannschaft spielen, ja klar, kann ich verstehen. Ziegler. Sehr gut. Kein Potenzial verschenkt. Und weiter geht's.
was die kommende Partie antreff. Okay. Ja, Grimaldi darf auf jeden Fall spielen. Da müssen wir aber umstellen. Das sind ja richtig außer Puste, die Kerle. Lex darf wieder spielen und hier darf Lacazette spielen. Sehr gut. Die müssen sich ausruhen, weil sonst wird das nichts mit denen. Wir nehmen Ziegler mal mit. Und genau. So machen wir das. So, liebe Leute, die erste Saison in der dritten Liga mit 1860 ist schon gegessen, muss man sagen. Wir sind auf jeden Fall aufgestiegen. Auch wenn wir jetzt verloren haben, das macht gar nichts mehr. Das macht den Bock nicht fett. Das trainieren wir noch mal kurz. Vielleicht schaffen wir es noch, unsere Spieler auf die 70. Joshua hat die 70 erreicht. Sehr gut. Sehr gut. Deswegen trainieren wir jetzt Cooper, weil er das größere Talent ist. Vom Potenzial her natürlich. Als Schmidt. Wird schon. Bitte. Gesperrt, na toll. Das ist was. Das ist was, ey. Pindi Seka ist auch noch gesperrt, ja. Das ist ja was. Ach du meine Fresse. Ja, Pain. Das ist jetzt. Sein Einsatz, hey. Wobei wir da eher. Gehen wir auf Sing oder Pain? Ach, Pain. Kriegst du das einfach da. Oder? Nee. Wir lassen es. Wir probieren es mal mit Sing. Oh je, so kurz vor Ende der Saison. Wird es nochmal knapp oder wie? Gegen Groß Asbach. Wenn wir das Ding werden wir auch noch schaukeln, würde ich sagen. Das interessiert doch keinen. Die geht ja eh nicht. Deswegen ignoriere ich das jetzt einfach mal so dezent. So. Groß Asbach liegt alles nach vorne und wird gewinnen trotzdem mit 1 zu 0. Dank einem Tor von George McEachran. Ja, was bleibt einem denn da zu sagen, ja? Gleich hat es unser Keeper, unser zweiter, auch auf die 70 geschafft. Jan Fiete ab.
wir noch nicht, wenn wir nicht mehr trainieren erstmal in dieser Saison, sondern wir werden unser Supertalent aus der eigenen Jugend trainieren. Jordan Cooper. Ganz knapp hat unser Keeper es nicht geschafft. Ganz knapp hat er es nicht geschafft. Uiuiui. Sperre abgelaufen. Sehr gut. Ui. Da sind ja noch ein paar Spieler, die Potenzial hätten. Ich brauche die halt nicht. Tut mir leid. Tut mir leid. So, jetzt bringen wir noch schnell die Saison zu Ende, damit wir ein Fazit machen können. Das interessiert keinen, das Leihangebot für Brandt. Klar kann ich es annehmen, aber passiert eh nichts. Ja, also auf jeden Fall aufgestiegen. Da passiert jetzt nichts mehr. Auf jeden Fall. Da stellen wir auch den, ja, Grimaldi mit 24 Toren. Den Torschützenkönig stellen wir auch noch. Dritte Liga-Krone. Saugeil. Ja, voll gut, liebe Leute, voll gut. Und da haben wir es. 1860 hat es zumindest mal in die zweite Liga geschafft. Ich bin überaus zufrieden mit der Arbeit, die wir geleistet haben. Muss ich ganz klar sagen. Wir haben eine tolle Jugendarbeit aufgebaut. Haben auf junge Spieler gesetzt, die hopefully hoffentlich langfristig bei uns bleiben. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Ich hoffe, unser Torwart schafft jetzt die 70. Das wäre natürlich mega, wenn er. Sehr gut. Er hat es geschafft. Vor Saisonende noch auf die 70 zu kommen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. An der Pressekonferenz nehmen wir natürlich teil. Loben unsere 60er. Das haben die nämlich gut gemacht. Simulieren das letzte Spiel. Und gewinnen dieses mit 1 zu 0. Grimaldi schießt das Siegtor. Was bleibt da einem noch zu sagen? So.
Bonjour an Nostenov. Hi, ich grüße dich. My French is not very good, but my German is better. Da gibt es ein tolles Lied von Amika, Je ne parle pas français. Aber bitte red weiter. schön, dass du zuschaust, Nostenov. I'm glad that you are with me here on my channel. Welcome. So, wir stehen jetzt auf jeden Fall, wie ihr seht, auf Platz 1 in der Tabelle. Das kann uns eigentlich keiner mehr nehmen. Ich glaube, wir müssten jetzt eigentlich schon durch sein mit der Tabelle. Oder wie viele Spiele sind es denn? 20? Okay, 20 in der Tabelle. Gut, dann sind ja noch ein paar Spieltage. Aber ich glaube, den Platz nimmt uns keiner mehr. Den Platz nimmt uns keiner mehr. Nostenov, do you speak German or just French or any other language? So, dann trainieren wir unsere Jugend selbstverständlich noch ein bisschen, damit wir auch Spieler haben, die wir nächste Saison teuer verkaufen können. Beziehungsweise auch Backup haben. Also nächste Saison muss auf jeden Fall ein rechtes Mittelfeld weichen, mal mindestens einer. So viel ist schon mal sicher. Die 60er Monatsbericht. Ja, läuft doch ganz gut. Das wird nichts mehr mit dem. Ach ja. Was gibt's denn noch so Großartiges zu sagen? Mich nervt es wirklich ungemein, dass die Jugendspieler, wenn du sie auf die Leihliste setzt, einfach nicht in der ersten Saison gehen. Bin mal gespannt, ob das in der zweiten Saison auch noch so ist. Es ist nervig, es ist unwahrscheinlich nervig, aber so ist es halt. Was willst du machen? Wir haben bald einen Stürmer, der jünger und besser ist als Grimaldi. Geiler Scheiß. Gefällt mir. Also wenn die zwei es noch vor Ende der Saison schaffen, ein annehmbares Gesamtlevel zu erreichen, dann sind die nächste Saison natürlich gesetzt. Ist ja logisch. Ich meine, beide haben jetzt eine 64, was jetzt gar nicht schlecht ist. Von dem her.
diese Nachrichten nehme ich schon gar nicht mehr ernst für Leihangebote von Jugendspielern. Also, ich ignoriere die jetzt einfach mal. Zurückgezogen. Nervt mich nicht. Ist das nervig, sage ich euch. So, Fortuna Köln ist jetzt noch dran. Ein 4:0. Bei uns trifft zurzeit jeder. Selbst die Abwehrspieler. Cool. Pressekonferenz nehmen wir natürlich teil und loben die Löwen. Nein, noch nicht. Okay, er hat Japan abgegrast. Wo schickt man den guten Mann denn hin? Auf nach Argentinien. So. Carl Zeiss Jena. Und da gewinnen wir auch 2:0. Ich bin so stolz auf die Mannschaft. Jan Fiete ab, ohne dass ich irgendwie großartig was gemacht habe. Schon bei einer 74. Genial. Saugeil. So. Ja, die Saison ist rum. Haha, die Saison ist rum. Nach 38 Spieltagen stehen wir auf Platz 1 mit 91 Punkten. Weit abgeschlagen natürlich. Stellen sogar den Torschützenkönig mit Grimaldi, 27 Tore. Krasser Scheiß. Gucken wir mal. Ja. 28 Siege, 7 Unentschieden und 3 Niederlagen. Also, pff, besser geht gar nicht. Im DFB-Pokal steht Borussia Dortmund und Werder Bremen. Aufstiegs-Playoffs spielen Wiesbaden. Und noch nicht ausgelost. Supercup gewinnt Atletico Madrid. Champions League Finale, das ist auch cool. Manchester City gegen Borussia Dortmund. UEFA Cup Finale, AC Mailand gegen Juventus Turin. Okay, ein italienisches Finale, auch cool. Ja, nicht schlecht. Läuft.
Aufgrund ihrer Leistungen im Wettbewerb haben wir zusätzlich finanzielle Mittel erhalten. Sau gut. Freut mich. Ja. Damit ist es jetzt offiziell. Wir sind aufgestiegen. Benjamin Schmitz will auf seinen Vertrag auflösen. Okay. Tu das nicht, Schmitz. Wir leihen dich einfach nächste Saison aus. Oder verkaufen dich. Ja, cool. Ich bin begeistert. Also wir sind aufgestiegen, so viel ist schon mal sicher. Schauen wir einfach mal, bis wann die Saison geht. Wer will denn jetzt? Cooper. Alter, Jordan Cooper, du musst auf jeden Fall bleiben. Nein. So, wir machen gleich mal eine Review, warten jetzt einfach noch kurz den letzten Tag ab. Okay, Werder Bremen gewinnt den DFB-Pokal. Möglich. Trainieren wir noch mal kurz. Also nächste Saison wird gut Geld verdient. Das weiß ich jetzt schon. Das weiß ich jetzt schon. Da werden ein paar Spieler gehen und mit jungen Spielern ersetzt. Krasser Scheiß. Gut, ich glaube. Na? Ist die Saison immer noch nicht rum? Kann doch nicht sein. Das einzig Gute ist jetzt, wir können noch ein bisschen trainieren. Was den Jugendspielern echt weiterhilft. Ja. Also wie ihr seht im Video, nichts ist geschönt. Die Spieler erreichen es oder erreichen es eben nicht. Ihr nächstes Level.
Also Cooper entwickelt sich echt prächtig. Der wird ein Topspieler. Gut gemacht, sehr geehrter Herr Löwe. Wir hatten uns die maximale Erhöhung der Spielgehälter um 30% zum Ziel gesetzt. Der Blick auf die ersten Finanzberichte zeigt uns, dass wir dieses Ziel definitiv erreicht haben. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit bei der TSV 1860 München Weiterentwicklung, nicht nur als Fußballverein, sondern auch als Unternehmen. Yes. Sehr gut. Ja. Was noch? Passt. Das haben wir auch geschafft. Aha. Verbessere 2 Jugendakademie-Spieler um mindestens 10 Gesamtpunkte. Setzen Sie nach abgeschlossener Entwicklung in 5 Spiele. Puh, das hat nicht geklappt. Das hat wohl nicht geklappt. Wir versuchen es noch, aber das klappt eh nicht mehr. Scheiße, okay. Das Ziel haben wir verfehlt, aber das ist ja nur, obwohl es höchste Priorität hatte, aber das haben wir einfach mal voll übersehen. Ich zumindest. Naja, gut. Ich hoffe, der Vorstand kann mir das noch verzeihen. So, weiter geht's. Ah, okay. Da endet dann die Saison im Juni, am 30. und auf dem 1. Juli. Gut, gut, gut. Erstmal noch ein Training. Auf jeden Fall noch ein Training. So, jetzt können wir die Saison beenden. Der Vorstand ist außerordentlich zufrieden mit Ihren Leistungen in dieser Saison. Spieler und Mitarbeiter haben enormen Respekt vor Ihnen und Sie haben die Philosophie des Vereins wirklich verinnerlicht, sowohl auf als auch neben dem Rasen. Wir würden uns über alle Maßen freuen, wenn Sie auch nächste Saison im Verein begrüßen dürfen. Sehr gut. So haben wir uns das vorgestellt. Ah ja. So.
So, und herzlich willkommen in der zweiten Bundesliga. 68 wieder in der zweiten Bundesliga. Saugeil. Geschafft, würde ich sagen. Saugeil, hey. Schauen wir mal gerade, wer noch alles da ist. Okay, wir haben Blizzardi mit einer 77er Gesamtstärke und der Vertrag läuft in 12 Monaten aus, was natürlich nicht so gut ist. Deswegen gleich mal verlängern. Schlüsselspieler akzeptieren auf jeden Fall. 5 Jahre würde ich dich gerne behalten. 3 Jahre. Okay. 4 Jahre. Gut. Keine Freigabesumme, finde ich auch gut. Uiuiui. Okay. Das akzeptieren wir jetzt mal. Sehr gut. Der Vertrag läuft in 12 Monaten aus. Das macht nichts. Da holen wir einen aus der Jugend nach. Wir haben ja einen guten Torhüter. Das passt schon. Paul. Okay. Herbert Pauls Vertrag läuft in 12 Monaten aus. Da müssen wir überlegen, ob wir nach jemanden nachholen oder eben nicht. Genauso wie Vega. Mendieseca Schlüsselspieler, der bleibt bei uns. Das ist gut. Der Vertrag bei ihm läuft in 12 Monaten aus. Den, glaube ich, lassen wir auslaufen. Wein bleibt uns noch erhalten, genauso wie Moll. Tim Payne, das entscheiden wir noch. Da gucken wir mal, wie es läuft. Böhnleins Vertrag werden wir wohl auslaufen lassen. Berzel wird uns verlassen. Marius Wilschs Vertrag läuft aus. Dementsprechend werden wir sie auf die Transferliste setzen. Hilft nichts. Genauso wie Kusu. Ich meine, Cooper ist nachgekommen. Brand ist auf der Leihliste. Lex ist noch da. Den müssen wir auf jeden Fall noch verlängern. Lex bleibt. Wichtig, definitiv wichtig. Vertragsdauer 1 Jahr. Akzeptiere ich auch. Akzeptiere ich auch. Gleich jetzt ist Marie. So, dann gehst du auf die Transferliste. Hilft ja nichts. Schmitz setzen wir auf die Transferliste. Der darf gehen. Kaga bleibt noch. Joschwerk bleibt, das ist ja logisch. Abruzcha. Transferliste. Bekiroglu bleibt noch.
George McEachern bleibt. Schinkel. Wird verkauft. Patrick Schmidt. Ziegler, der wird ausgeliehen. Oder verkauft am besten gleich. Weil der wird bei uns keine Chance haben. Genauso wie Albrechts. Vasilevs Vertrag läuft in 12 Monaten aus. Den werden wir wahrscheinlich auch auslaufen lassen. Grimaldi. Der hilft uns noch. Der hilft uns jetzt einfach noch. Zipcram. Hi, Zipcram. Herzlich willkommen. Schade, dass du so spät einschaltest. Du hast einen Haufen verpasst. Wir haben mit 1860 den Aufstieg aus der dritten Liga geschafft. Was schon echt geil ist. Wir sind gerade dabei, unsere Mannschaft durchzugucken, welche Spieler gehen, welche Spieler. Und welche Spieler bleiben und unser Stürmer Grimaldi soll bleiben, auf jeden Fall. Ein Dreijahresvertrag wäre nicht schlecht, wenn er den annehmen würde. Freigabesumme werden wir übergehen. Akzeptieren wir mal. Ist okay. Und der kriegt jetzt einfach mal 4.000 die Woche plus. Keine Ahnung, 10.000. Oh, naja, schlecht. Hol bitte Matthäus Kuna, hat 85er Potenzial und ist billig, hat circa 68. Ist billig, bitte. Matthäus Kuna, okay. Gucken wir gleich mal nach. Spieler suchen. Spielername. C. U. N. H. Matthäus Kuna, 20 Jahre jung. Von RB Leipzig. Okay. Stürmer. Beobachten und auf die Transferliste setzen, zeigt großes Potenzial. Okay, Kuna also hat eine 68er Gesamtstärke. Stellt sich halt auch die Frage, wie teuer er ist. Das ist halt so ein Ding. Was wir auf jeden Fall jetzt nochmal versuchen werden, ist Tonali zu verpflichten. Tonali ist teurer geworden, weil er schon eine Gesamtstärke von 69 hat. Oh wei, oh wei. 2 Millionen verlangen die für den guten Mann. Wenn du mir sagst, wie viel Kuna an Wert hat, werde ich das auf jeden Fall versuchen. Zipcram. Auf jeden Fall. Circa 3 bis 4 Millionen. Okay. Das ist knackig. Aber wir werden es probieren, auf jeden Fall.
Vargas plus 1,625. Puh, das ist aber ganz schön knackig. Ich biete ihn einfach mal eine Mille jetzt. Und Vargas. Mal schauen, was kommt. Check. Das ist akzeptiert. Da tun wir nicht lange rum, hey. Das ist unter Marktwert. Vor allem muss man dazu sagen, ich habe Vargas, das war ein freier Spieler, ja. Und von dem her habe ich den jetzt richtig günstig geschossen. Wenn ich mit Tonali jetzt natürlich eine Einkunft habe. Wichtig, natürlich bist du wichtig, Tonali. Dreijahresvertrag, oh, da könnten 5 sein. Komm schon, bleib 5 Jahre. Na gut, dann halt nur 4. Freigabesumme übergehen wir. 3200. Ja, das akzeptieren wir einfach mal. Schlapp, das geht. Saugeil. Okay, Tonali verpflichtet. Saugut. Gut, dann probieren wir es mal bei Kuna. Bevor ich das jetzt tue, muss ich aber dazu sagen, ich habe gute Stürmer als Backup aus der Jugend. Aber wir versuchen es einfach mal, weil Zipcram das, das vorgeschlagen hat. Das versuchen wir jetzt einfach mal. Stellt sich die Frage, wie viel der wert ist. Ich meine, wir haben ein Transferbudget von 5 Millionen, deswegen wäre schon etwas drinnen. Aber ich muss auch Spieler loswerden. Lex darf gehen. Die wollen auch einen Stürmer haben. Okay. Die wollen also auch einen Stürmer haben. Arp bekommen die sicher nicht. Ich könnte Grimaldi haben. Kein Interesse an Grimaldi. Was? Okay, könnt Emil Ziegler haben. Auch kein Interesse. Was ist denn los mit euch? Innenverteidiger habe ich keine guten. Ach du Scheiße. Ich brauche Innenverteidiger, fällt mir auf. Andere Position. Felix Dietrich. Wohl 3 Millionen? Das ist auch ganz schön viel. Ich fange mal bei 2,5 an. Okay, sorry, mein Fehler. Aber wir haben ja in der Woche wieder eine Chance. Ich muss dir ehrlich sagen, das ist ganz schön viel. Also 3 Mille für einen Spieler, den ich noch nicht kenne, ist das viel. Hier zum Beispiel haben wir Jonathan David. Der hat eine Gesamtstärke von 71 und soll 5 Millionen kosten. Also ich weiß nicht.
Es kommt auch drauf an, was der für ein Wochengehalt verlangt. Ich meine, Spieler aus der ersten Liga verlangen immer viel Geld. Mache ich auf jeden Fall. Mache ich auf jeden Fall. Danke für deine Beteiligung, Sipcrem. Auf jeden Fall vielen lieben Dank. Ich werde es auf jeden Fall die Woche drauf nochmal probieren. Also in der simulierten Woche selbstverständlich. Leider sind wir heute schon am Ende von unserem Livestream angekommen. Schade, dass du so spät eingeschaltet hast, Sipcrem. Hat mich echt gefreut, dass du noch eingeschaltet hast, muss ich echt sagen. Danke, dass du eingeschaltet hast. Danke, dass du noch dich beteiligt hast. Finde ich echt toll. So, gucken wir einfach noch schnell über die Ziele für unsere. Doch, tut mir echt leid. Tut mir echt leid, dass ich jetzt leider aufhören muss, aber ich muss wirklich aufhören. Tut mir echt leid, aber. Tut mir echt leid, ich muss wirklich aufhören. Tut mir echt leid. Genau. Wie gesagt, die Ziele. Die Zielvorgabe für die zweite Liga. Der DFB-Pokal Runde der 32 erreichen, ist glaube ich machbar. Mittelfeld in der zweiten Bundesliga erreichen, sollte auch machbar sein. Und verbessere zwei Jugendakademiespieler um mindestens 10 Gesamtpunkte. Warum ich aufhören muss? Weil ich es meiner Frau versprochen habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es meiner Frau versprochen und daran halte ich mich auch. Deswegen höre ich jetzt nach 2 Stunden Livestream auf. Aber wenn du wieder beim nächsten Mal dabei sein willst, da werden wir auf jeden Fall versuchen, deinen Spieler zu verpflichten. Adde mich bei Instagram. Adde mich einfach auf Instagram, wenn du wissen willst, wann es das nächste Mal weitergeht. Und. Oder auf Instagram. Oder Twitter. Oder du kannst mich im PlayStation Network auch adden. Unter Archex. Genau. Was gibt's sonst noch zu sagen? Wo kann man mich noch überall adden? Glocke aktiv ist auch super. Danke dir. Super geil. Dann weißt du ja, wann mein nächster Livestream auf jeden Fall läuft. Wirst du auf jeden Fall benachrichtigt. Genau. Also, wir haben es geschafft. 1860 ist in der zweiten Liga. Der erste Schritt in Richtung Erstklassigkeit ist getan. Wir haben eine tolle Mannschaft zusammengekauft. Hier nochmal. George McEachran, der sich von einer 59er Gesamtstärke innerhalb einer Saison auf die 71 verbessert hat, natürlich mit Training. Jan Fiete Arp konnten wir verpflichten unter Marktwert. Scheiß drauf, nur FIFA. Und wir konnten Plizari verpflichten, der sich auch innerhalb von einer Saison mit ein bisschen Training von einer Gesamtstärke von 68 auf eine 77 entwickelt hat. Joschwiak hat sich mäßig weiterentwickelt. Ich weiß gar nicht, von der 67 auf eine 70, aber allerdings ohne Training. Ich glaube, zwei- bis dreimal haben wir ihn trainiert, um da ein bisschen nachzuhelfen. Wir haben tolle Jugendspieler verpflichten können, unser zweiter Torwart Albrecht. Was ich für ein Fan bin, ich bin BVB-Fan. Aber keiner von denen, der irgendwie Leipzig-Fans mit Steinen bewirft oder so, gell? Also dafür schäme ich mich in Grund und Boden.
Ja, was da vorgefallen ist in der letzten Saison, das als BVB-Fan muss ich mich ganz herzlich dafür entschuldigen. Das spiegelt nicht die Fans wider, die es eigentlich mit Fußball zu tun haben und so. Ja, das möchte ich mal ganz klar festhalten. Gell? Rassismus hat nirgendwo Platz und was da passiert ist, tut mir auf jeden Fall voll leid und ich schäme mich dafür in Grund und Boden. Nichtsdestotrotz halte ich zu meinem Verein BVB und hege auch Sympathien für 1860 München, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also, sie sind unverdient einfach in der dritten Liga und das muss man einfach ändern. Nee, morgen gibt es leider noch keine neue Folge. Morgen muss ich arbeiten. Ja, noch verdiene ich kein Geld mit YouTube. Wer weiß, ob ich das jemals werde, aber bis dahin muss ich ganz normalen Arbeiten nachgehen. Aber schön, dass du eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Genau, und an alle anderen, die das im Nachhinein sehen werden, danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr mit mir wart, die letzten 2 Stunden. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, neue Spieler zu gewinnen, irgendwelche Taktiken umzustellen oder sonst was. Wer mein Lieblingsspieler ist? Mein Lieblingsspieler zurzeit ist George McEachran hier. Nee, keine Ahnung. Wenn ich jetzt auf einen aktuellen Profispieler gehen würde, dann würde ich sagen Eden Hazard. Also Eden Hazard von Chelsea. Den finde ich geil. Und Romelu Lukaku. Ja, Werner ist stark. Ich hoffe, der behält das Potenzial, das er gezeigt hat, weiter auf diesem hohen Niveau. Und Kuna und Augustin wird sich zeigen, was aus denen noch wird, gell? So, dann beende ich die den Livestream jetzt. Danke fürs Zuschauen. Zipcram, danke fürs Mitmachen. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Servus.